Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hallo. Heute machen wir gemeinsam wieder ein Video und wir wollen eine Reihe starten. Man hört ja immer wieder davon, dass jetzt die ganzen Hochzeiten ausfallen oder verschoben werden aufgrund von dieser blöden Situation momentan. Und wir haben schon länger darüber nachgedacht oder auch ja, darüber gesprochen, dass es ja eigentlich voll die gute Chance ist für Ehepaare, sich dann, also diese Zeit konstruktiv zu nutzen und sich nochmal tiefer auf diese ganze Sache vorzubereiten. Denn so ein Ehebund ist ewig. Und das ist eine Entscheidung, die man fürs Leben treffen soll, weil Gott einen halt beim Wort nimmt, ne? Und so mit Scheidung und so ist eigentlich nicht möglich. Es gibt kein Zurück mehr. Und deshalb haben wir uns dann an unsere eigene Ehevorbereitung so ein bisschen zurückerinnert. Und wir haben damals so einen Fragebogen abgearbeitet mit verschiedenen Fragen aus verschiedenen Lebensbereichen, die man mal besprochen haben muss als Ehepaar. Das ist einerseits, damit man schon die Ehe, das Eheprogramm, ne, die Art und Weise, wie man die Ehe führen möchte, im Vorfeld schon klärt, aber auch zur Prüfung. Ob der andere in diesen Punkten so denkt wie ich. Ist der eigentlich oder ist sie vielleicht ganz anders eingestellt als ich? Und sollte ich mir da nicht vielleicht doch nochmal ein weiteres Mal überlegen, ob das dann der richtige Weg ist? Oder gibt es dann bestimmte Probleme, Konflikte, die schon vorprogrammiert sind? Das sind die eigentlichen Fragen und das Eigentliche, was man vorbereiten muss und nicht jetzt irgendwie so sich nur auf die Torte, auf das Kleid, auf die Location und so weiter und so fort, auf den DJ oder die Band konzentrieren. Das sind auch Dinge, die wichtig sind, aber eigentlich eher zweitrangig. Denn das, worauf man sich vorbereitet, ist nicht das schöne Fest, das halt an einem Tag stattfindet, sondern man bereitet sich auf das vor, was danach kommt. Das Eheleben, der Alltag, das Leben, diese Jahrzehnte, die man gemeinsam verbringt. Und das darf nicht vernachlässigt werden. Und deshalb sitzen wir jetzt hier und haben tatsächlich diesen Fragebogen wieder rausgekramt, um mit Ihnen diese Fragen einmal durchzugehen. Genau, unsere Eheschließung ist jetzt fast 4 Jahre her. Unsere Ehevorbereitung ist nun knapp über 4 Jahre her, denke ich, und wir haben einen Fragebogen mitgebracht mit insgesamt 9 Kategorien, wozu Finanzen auch dazu gehören, wie wir gerade schon gehört haben. Und wir haben uns überlegt, dass wir dazu auch dann 9 Videos machen oder es zumindest versuchen, in 9 Videos zusammenzufassen. Und wir können auch aus eigener Erfahrung sagen, bei diesen 190 Fragen, die es ja insgesamt hier in diesem Fragebogen sind, sind durchaus einige Fragen dabei gewesen, über die wir uns vorher auch nicht ausgetauscht hatten, die wir nie thematisiert hatten. Nicht, weil wir es nicht wollten, sondern weil wir einfach nicht auf die Idee kamen, muss man dazu sagen. Wir kamen nicht auf die Idee, wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht. Es ist auch vielleicht nie zur Sprache gekommen, weil es nie Thema war. Und das ist durchaus ernst zu nehmen, können wir aus eigener Erfahrung sagen, weil es ist auch nicht zu unterschätzen, wenn man sich jetzt diese 190 Fragen gemeinsam anschaut und drüber redet, können auch durchaus neue Konfliktpotenziale entstehen zwischen dem künftigen Ehepartner und der künftigen Ehepartnerin. Aber das ist zu diskutieren. Und wenn man nicht zu einer Lösung kommt, dann merkt man schon, okay, vielleicht ist es dann doch nicht die richtige Entscheidung. Genau, es ist besser, dass diese Fragen vorher zur Sprache kommen und nicht nachher jetzt während der Ehe dann irgendwie auftauchen und Konflikte. Dann kommt man da nicht mehr raus aus der Konfliktsituation. Deswegen vorher prüfen, können wir aus eigener Erfahrung sagen, ist durchaus sehr wichtig. Wobei wir natürlich auch nicht perfekt sind. Das will ich an dieser Stelle auch sagen. Klar, darum geht es nicht. Es geht um die richtige Vorbereitung. Wir sind ganz und gar nicht perfekt und es geht einfach darum, die Vorbereitungszeit ernst zu nehmen. Und vor allem, vielleicht immer der Grundsatz, wir sollen als Ehepaar ja ein Fleisch sein. Und wenn wir vorher vorher gar nicht geprüft haben, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind, weil wir so unterschiedlich sind. Wie sollen wir dann in der Ehe ein Fleisch wirklich sein? Genau. Von daher, heute geht es um die allererste Kategorie alte und neue Freunde. Bleiben Sie gerne dran. Vorab würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie diesen Kanal kostenlos abonnieren würden. Aktivieren Sie auch gerne die Glocke und geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben.
Die erste Frage lautet dazu: Welche unserer Freunde teilen unsere Überzeugungen und die Lebensgestaltung, die uns etwas bedeuten? Also ein wichtiger Punkt: Man möchte natürlich mit Gleichgesinnten zu tun haben. Das heißt, mit Menschen, die einen vom christlichen Glaubensstandpunkt an auch ähnlich sind, dass die eben auch gläubig sind, auch versuchen, nach den 10 Geboten zu leben. Vielleicht auch gerade andere Ehepaare, ne, die im selben Lebensstand stehen und einen dann halt auch verstehen können. Aber nicht nur natürlich, da ist eben dann die Frage, man muss sich überlegen, was wollen wir für Freunde überhaupt weiterhin genauso intensiv, wie soll ich das sagen? Also welche Freundschaften wollen wir weitertragen in der Ehe? Sollte man aussieben? Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Spätestens wenn die Kinder kommen, verliert man nämlich sehr viele Freunde. Das haben mir schon so viele erzählt, dass sobald die Kinder da sind, dann fehlt diese Rücksicht, dass man dann halt kurzfristig mal was absagen muss, weil dann das Kind irgendwie die Zähne kriegt und dann Fieber hat, dass man irgendwie zum Kinderarzt muss oder sonst irgendetwas ist. Oder auch, wenn man keine Kinder hat, aber für die Familie da sein muss, dann möchte die Schwiegermutter, dass man vorbeikommt, weil man dies und das machen soll. Und da ist es dann natürlich ganz oft so, dass dann bestimmte Freunde, die eben alleinstehend sind, dann doch eher nicht das Verständnis dafür haben. Oder nicht die Geduld, sag ich mal. Was natürlich keine Unterstellung sein soll. Ne? Es gibt natürlich super verständnisvolle Menschen, aber da merkt man schon, da findet eine natürliche Selektion statt. Bei uns ist es zum Beispiel gemischt. Wir haben natürlich Freunde, die mit Gott weniger anfangen können und haben auch Freunde. Und das ist gerade auch für uns wichtig gewesen, die mit Gott viel anfangen können. Wir befinden uns in so einem Familienkreis mit Gläubigen und damit man sich da auch gegenseitig stärkt irgendwo, dass man auch so ein Freundeskreis sich ein bisschen aufbaut drumherum, damit man nicht komplett allein dasteht mit dem Glauben an den dreifaltigen Gott. Und da merkt man aber dann doch auch, mit den einen hat man dann doch irgendwie mehr zu tun, im Sinne von, man hat irgendwie intensivere Gespräche, weil man einfach so bei den wirklich existenziellen Fragen eher gleich eingestellt ist. Also man merkt schon doch, dass es einen Unterschied macht. Also da haben wir natürlich auch drüber geredet, was haben wir so für Freunde, was für eine Einstellung haben wir, wie oft möchte man die dann so treffen, möchte man als Ehepaar die Menschen treffen, ne, die Freunde treffen. Oder möchte man ganz bewusst getrennt das machen, dass man dann auch quasi einen Kreis für sich hat, ohne den anderen, dass man einfach die eigene Welt auch weiterhin aufrechterhält. Da muss man halt schauen, wie ist man da eingestellt, dass man da auch ein gutes Gleichgewicht findet. Ne? Genau. Die zweite Frage in dieser Kategorie lautet: Sind wir als Verlobte mit Zeit und Zuwendung einverstanden, die jeder von uns seinen Freunden oder Freundinnen widmet? Man sollte also durchaus ehrlich zueinander sein, was die eigene Meinung angeht, wie viel Zeit verbringt mein Verlobter oder meine Verlobte mit befreundeten Menschen, fühle ich mich dadurch vernachlässigt, gebe ich meinem Partner oder meiner Partnerin vielleicht das Gefühl, dass er zu wenig machen darf mit seinen Freundinnen oder Freunden. Und auch was das Vertrauen anbelangt, ne? Vertraue ich, dass der andere da nicht irgendwie Blödsinn macht, während ich nicht da bin, ne? So gehen die, keine Ahnung, und flirten mit anderen oder so. Das kann ja, also, ne? Was ist mit Eifersucht? Das ist auch ein wichtiges Thema da. Genau, da sollte man auf jeden Fall mal drüber sprechen. Also bin ich mit der Zeit und Zuwendung einverstanden meines Partners, die er für seine Freunde auf sich nimmt? Und da muss man natürlich den Ist-Zustand analysieren, aber auch, wie soll es dann weitergehen, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, unser Priester, mit dem wir die Vorbereitung gemacht haben, der uns auch getraut hat, immer wieder gesagt hat: Ehe ist nicht, oder eine Partnerschaft ist nicht, dass man quasi sein Leben als Single mit in die Ehe hineinnimmt und einfach genauso weiterlebt. So geht das nicht. Man kann nicht genauso die gleichen Angewohnheiten, Gepflogenheiten weiter fortsetzen, weil man jetzt halt in einer Partnerschaft ist, ne?
so ist es. So banal das klingt, aber es ist halt ganz oft so. Schauen Sie mal um sich herum, wie viele Paare eigentlich im Grunde nur zwei Single sind, die zusammenleben. Die einfach genau dasselbe tun, so wie sie es vorher auch getan haben. Das ist natürlich jetzt nicht als Unterstellung gemeint und wir meinen jetzt keine bestimmte Person, aber man sieht das doch, ne, in der heutigen Gesellschaft. Es gibt sehr viele Menschen, die eigentlich nur als Single eine Kohabitation, also so, wie soll ich sagen, die als zwei Single zusammenleben. Genau. Fühlen wir uns wohl bei den Freunden, Freundinnen unseres Partners? Wichtiger Punkt. Und ja. Man muss absolut ehrlich sein. In der Verlobungszeit kommt es ja durchaus vor, dass man in den Freundeskreis des anderen irgendwo mit eintaucht, diesen kennenlernt. Und diesen Personen begegnet man dann ja auch zum ersten Mal und dann hat man ja auch ein gewisses Bild von diesen Personen, spürt auch vielleicht innerlich irgendwo, dass ein gewisser Geist in diesen Personen vorherrscht, ein guter Geist, ein böser Geist, wie auch immer. Und dann sollte man das seinem Partner oder seiner Partnerin, seiner Verlobten oder dem Verlobten auch durchaus dann offen sagen, was man von diesen Personen hält, welches Gefühl man dabei hat und den anderen auch fragen, ob er das auch so auffasst oder ein ganz anderes Bild davon hat. Genau. Manchmal hat man ein unterschiedliches Empfinden. Das ist ja bei Mann und Frau auch durchaus so. Ich sag mal Stichwort weibliche Intuition. Da kann das ja dann auch durchaus mal sein, dass man Dinge erfährt, die man so als Mann vorher gar nicht aufgefasst hat. Mhm. Ne? Also da sollte man sich auch ehrlich zueinander sein und auch sagen, was man von den anderen Personen hält. Ohne jetzt natürlich verurteilend zu sein. Das wollen wir damit nicht sagen. Aber Familie kann man sich nicht aussuchen, aber Freunde schon. Und deshalb sollte man das schon auf jeden Fall vorher sagen. Genau, genau. Mhm. Weil man geht dann ja davon aus, wenn der andere sich nicht beschwert, dass man nach der Hochzeit sich weiterhin mit diesen Freunden treffen, was unternehmen kann und so, ohne dass der andere was dagegen hat. Und dann explodiert das irgendwann. Deshalb muss man es wirklich rechtzeitig sagen. Ne? Genau. Sonst gibt es echt eine Eskalation und das ist ja eigentlich nicht notwendig. So. Richtig. Das ist absolut unnötig. Die nächste Frage lautet, gibt es gemeinsame Freunde, die wir beide ablehnen? Ja, eine Grundsatzfrage, haben wir beide dieselbe Meinung über bestimmte Personen aus unserem Freundeskreis? Man kann es ja auch andersrum sagen, nicht ablehnen, sondern die wir sehr nett finden und denen wir zustimmen, auch was die Überzeugungen angeht. So kann man die Frage natürlich auch stellen. Ja, es geht ja auch nicht nur um Glaubensüberzeugungen, sondern auch um Charakter. Also Charakter und Werte. Kann man einfach überhaupt gar nicht, aus charakterlichen Gründen kommt man vielleicht einfach gar nicht zurecht, weil die Temperamente so unterschiedlich sind. Also ne, da kann es dann natürlich auch einfach nicht passen. Und wichtig ist da dann auch, konsequent zu sein und einen Cut zu setzen. Also das klingt so herzlos und so irgendwie grausam, aber man muss das machen. Weil es kann der Ehe später schaden, das ist einfach so. Und man merkt vielleicht, das hatten wir ja gerade schon, manchmal merkt man nicht, dass man in einer giftigen Beziehung ist, was eben eine bestimmte Freundschaft anbelangt. Und man merkt das gar nicht, dass man eigentlich zum Beispiel emotional missbraucht wird oder irgendwie anders eine ungesunde Beziehung zu einem Freund oder einer Freundin hat. Und dann ist es wirklich sogar notwendig, da einen Cut zu setzen. Ganz klar, weil man ist nicht mehr für sich selbst, nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern wenn man jemanden heiratet, dann hat das ja auch Auswirkungen auf die ganze Familie, die man gründet. Ich möchte ja nicht, dass meine Kinder später darunter leiden, dass ich eine Freundin oder einen Freund habe, der oder die mich die ganze Zeit erpressen und ausnehmen, vielleicht sogar finanziell, und dann fehlt das Geld den Kindern. Das ist ja voll schrecklich, dass man denen dann nichts mehr kaufen kann. Ja, das kann Ausmaßen nehmen. Also einfach mal als Beispiel, ne? Also deshalb ist es wichtig, ja, dass man da von Anfang an dann einfach einen Cut setzt, ne? Diese ungesunde Beziehung beendet. Ein Cut setzen, was das Miteinander zu tun haben angeht, was auch den Kontakt angeht. Natürlich ist es weiterhin ratsam für diese Personen dann als Ehepaar zu beten, ne? Klar. Dass diese Personen auf einen besseren Weg kommen und aber wie man das macht, das ist dann natürlich auch noch so eine Sache. Ne? Man muss ja auch schauen, dass man das mit Liebe macht. Aber Liebe heißt nicht, dass man immer nur dem anderen nach dem Wort redet. Sondern manchmal muss man da auch dann klare Worte sprechen und auch dem anderen einen Spiegel vorhalten. Genau. Aber das ist ein Thema, da könnte man ein eigenes Video zu machen. Wie spreche ich mit einem Menschen über seine Probleme?
Ich meine, wenn das jetzt jemand ist, der Süchte hat, der sich diese Süchte zum Beispiel nicht eingestehen kann. Also das ist ein sehr sensibles Thema. Aber wichtig ist für uns natürlich die Ehe. Und da muss man auf jeden Fall aussieben. Genau. Gibt es Freundschaften, die wir als schädlich für uns oder unsere Kinder ansehen müssen? Haben wir damit eigentlich jetzt auch schon beantwortet? Also man muss natürlich immer schon mit der Perspektive auf die ganze Familie schauen. Also auf die Partnerschaft, auf die Kinder, die dann kommen, auf die Eltern der Ehepartner, ganz klar, und die Geschwister von denen. Also ich meine, man heiratet nicht nur eine Einzelperson, sondern die Einzelperson kommt mit einer ganzen Familie in dein Leben. Und deshalb muss man das immer im Hinterkopf haben. Egal, was man so macht, was passiert, hat ja Auswirkungen auf die ganze Familie. Das ist eine Verantwortung, die man da trägt. Die letzte Frage für heute? Ja, die letzte Frage, die haben wir auch schon hier und da teilweise angerissen. Hat mein künftiger Ehepartner Freunde oder Freundinnen, die ich persönlich nicht leiden kann, noch möchte? Mhm. Also wo ich ganz radikal sage, ich kann mit diesen Personen nichts anfangen und ich kann mir auch nicht vorstellen, zukünftig, dass mein Ehepartner weiterhin mit dieser Person zu tun haben soll. Dann sollte man auch ganz ehrlich sein zueinander und einem das auch sagen. Aus Eigenschutz. Ja. Aus Schutz für die Familie, aus Schutz für die Zukunft dieser Familie. Das ist natürlich aber auch manchmal dann so ein bisschen ein Dilemma, weil man vielleicht selbst das nicht verstehen kann, dass der andere den nicht mag. Und es ist aber dann, wenn man sich zwischen zwei Menschen entscheiden muss, zu sehen, was ist deine Priorität. Und wenn du heiratest, ist deine Nummer eins dein Ehepartner. Und dann kann man eigentlich nicht sagen, ja, aber ich möchte trotzdem mit dieser Person befreundet sein. Oder wenn der Ehepartner sagt, nee, mir ist die andere Person viel zu wichtig, als dass ich den Kontakt zu dieser Person abbreche, dann weiß ich nicht, ob dein zukünftiger Ehepartner wirklich dein richtiger Partner ist und ob du bereit bist zu heiraten, weil dafür musst du bereit sein, alles aufzugeben. So ist es nämlich, ne? Ja, das war's. Vielleicht haben sie zu bestimmten Punkten andere Meinungen, andere Auffassungen. Sollen ja auch nur Impulse sein von unserer Seite. Genau, und es soll ja anregen zur Diskussion. Sie können gerne mit uns in der Kommentarfunktion diskutieren oder auch mal eine private Nachricht schreiben, wenn Sie möchten. Sie sehen ja am Ende dieses Videos immer meine ganzen Social-Media-Kanäle. Da können Sie mich auch persönlicher ansprechen, wenn Sie vielleicht auch gerade eine bestimmte Situation selbst durchmachen und vielleicht auch mal unsere Meinung dazu hören möchten. Und ja, wichtig ist einfach, dass Sie selber sich diese Fragen einfach mal stellen. Wir packen diese Fragen, die wir beantworten die wir ansprechen im Video, immer in die Infobox. Genau. Da können Sie das alles nochmal nachlesen. Das waren jetzt die ersten 6 der insgesamt 190 Fragen zur Ehevorbereitung. Und in der nächsten Folge geht es dann mit der nächsten Kategorie weiter, wo ein paar mehr Fragen dazukommen, das können wir schon mal versprechen. Und es wird teilweise wirklich sehr schwer. Und ich sage Ihnen, das sind Fragen, die gehen manchmal echt bis ins Mark. Aber es ist wichtig, dass man das einmal durchgeht. Dann ist man wirklich gut vorbereitet auf den Bund fürs Leben. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut. Musik